Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Spacer Tactics und ja, mit den Blood Angels. So, kein Weg hinaus. Kapitel 10. Der gefühlte fünfte Versuch. My Psyker Helot has analyzed the telepathic spike experienced by your librarian. It can only mean that the gene stealers are amassing around your squad. The swarm will be upon you in moments. You led my men to this, Inquisitor? Tahariel, assume defensive position at once! We are trapped here, Brother Captain. I have a solution to save your men, Captain Abaldo. A deception of sorts, but it will take some time to prepare. Have them hold their ground in the meantime. So, wir kriegen ganz viele Bauteile. Plasmakanone für Lazaro und ein Flammenwerfer und den letzten Hinweis. Wie gesagt, ich komme gleich noch näher drauf an. Wir starten einfach mal. Na? So, wir können keinen Skriptor mitnehmen. Das ist schon mal ganz, ganz böse. Und ich bin am Überlegen. Ne, wir lassen das so. Ich habe den Flammenwerfer bei Ariel ausgetauscht gegen die Sturmkanone. Weil er hat halt nur gefühlt 5 Schuss waren es, glaube ich, oder so. Und der Sergeant hat keinen Hammer mehr. Er hat ganz einfach Sturmbolter und Energieschwert. So. Wie ich schon gesagt habe, die Mission habe ich jetzt schon 5-mal. Wird jetzt das 5. Mal sein. Die anderen Missionen habe ich immer beim 1. oder 2. Mal geschafft. Die war keine Kunst. Diesmal bin ich hier richtig am Kotzen. Und zwar sind wir umzingelt, müssen 10 Runden oder so überleben. 3 müssen überleben, 2 dürfen fallen. Bin ich noch der Meinung. Und das hat bisher gar nicht funktioniert. Denn... Ah, jetzt bist du im... Katze. Weg von der... Schön. Du hast einen schönen Hintern. Toll. Hast du toll gemacht. So, die Katze ist vom Bildschirm weg. Hat man einmal seinen Arbeitsplatz aufgeräumt, dann denkt die Katze, man kann jetzt da langlaufen. Ja, hier sieht man jetzt leere Gänge. Es könnte Atem sein, der Gene-Stealer oder einfach Dämpfe von irgendwelchen Rohren, Wasserdämpfe oder so. Wir haben ja ein Ork-Level. Da gibt es 1, 2 Fässer. Und so, jetzt gehen wir mal auf Mission. Ah, 10 Züge. 10 Züge überleben. Und ich habe es jetzt bisher noch gar nicht geschafft. 3 müssen überleben. Das Problem ist, mein Gedanke bisher war immer, also man muss auch diesen Servoschädel als Nebenquest holen. Das Problem ist, guckt euch mal hier. Gehen wir mal auf M. Ne, gehen wir nicht. Gehen wir mal hier mal groß. So, unser Punkt ist hier. Der Servoschädel ist da. Ich habe es 2-mal versucht, dahin zu kommen. Das Problem ist, Spawnpunkt, 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 Spawnpunkt. Der kann zwar, alle Köderplips, ja, werden durch einer Plips ersetzt. Ne, das ist auch schon mal schön für die KI. Ihr kennt diese Plips, wo eigentlich keiner dahinter ist. Ist dann trotzdem einer dahinter. Erhalte zu Beginn der Umwandlungsphase automatisch einen zufälligen Plip. Gibt's auch noch. Und ja. Also ich habe es bisher gehabt, gehe ich jetzt hier runter. Hier ist unser Sammelpunkt gerade. Gehe ich hier runter. Kommen sie von hier, von hier, von hier, von hier, von hier, von überall. Und irgendwann hat einer der Marines Ladehemmungen. Und dann ist er tot. Na, ich habe es gerade 2-mal geschafft, den Servoschädel zu holen. Und komm überall. Keine Chance, bist tot. Dann habe ich mir gedacht, machst du Eagle-Taktik. So aus dem Tabletop kenne ich diesen Begriff noch. Hat die imperiale Armee immer gemacht. Hauptsache immer alles ballern und immer hinten bleiben. So habe ich mir auch gedacht. Onkel Doc in die Mitte. Quasi und auf jede Seite, zu jedem Gang, ein Marine hin. Das Problem ist, der Onkel Doc kann auf einem Würfelwurf von 4+ einen verwundeten Marine wiederbeleben. Aber er muss immer in die Richtung gucken. Ich muss mich immer für einen entscheiden. Und jetzt habe ich schon mehrfach gehabt. Ich habe jetzt, die warten hier, die sammeln sich hier in den Gängen. Hier, sagen wir hier, 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 hier. Ich wurde wirklich von 3 Seiten angegriffen. Der Onkel Doc stand hier vorne, hat dahin geguckt. Da war mein Sergeant. Ladehemmung tot. Hat den auch mit dem 4-Plus-Wurf nicht gekriegt. Ein anderer mit der Sturmkanone hatte keine Munition mehr. Musste nachladen. Nachladen dauert eine ganze Runde. Tot. Der andere mit der Sturmkanone hatte Ladehemmungen. Tot. Und das alles in einer Runde. Und das war Runde 5 oder so.
Also ich habe es noch nicht mal annähernd an Runde 10 geschafft. Mein nächster Plan ist jetzt, dieses T-Stück hier. Wir haben zwar überall Spawnpunkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, ist auch scheiße. Da kommen die ja kommen die ja hier hin. Wir müssen einen Punkt finden, wo wir quasi so drei Punkte sind gut, weil dann kann ein Marine immer sich ausruhen, quasi nachladen. Ich weiß aber nicht, wie sie wechseln sollen. Hier ist einfach die beste Position, aber hier muss man echt Glück haben. Oder nehmen wir hier diesen, auch ein Viererpunkt, ist auch scheiße. Aber hier kommt keiner hin. Da ist schon wieder was Gefährliches. 1, 2, oder 1, 2, 3, 4, 5 tot. Hier vielleicht. Das ist so ein bisschen tricky gerade. Also auf den Servoschädel gebe ich nichts. Den können die anderen gerne haben. Wie gesagt, Onkel Doc. So, das Problem ist auch, hier ist ein kurzes Ende. Die warten hier, kommen ein Feld. Und ist natürlich auch doof. Vielleicht doch diesen Gang testen. Arzt in der Mitte. Das Problem ist, hier ist das Schöne. Ich mache das einfach mal so, wie ich es die letzten Male gemacht habe. Bloß diesmal würde ich den Sergeant das schweren Kanone dahin. Und einen würde ich dahin tun. Sergeant dahin. So. Hier haben wir das Tolle, hier haben wir Platz. Das heißt, wenn er nachlädt, kann er zur Seite gehen. Ich kann dahin gehen und die Position nehmen oder generell hier beschützen. Weil er ist dann quasi, also ich habe es dann so gemacht, mit ihm zur Seite gehen, ihm nochmal eine Karte geben, Aktionspunkte, so dass er sich quasi, dass er mehr Aktionspunkte hat und nachladen kann. Und er braucht wirklich eine ganze Runde und der eine hat mittlerweile 12 Schuss, genau, das ist er hier, er hat 10. So, das Problem werden wir hier haben, hier können wir nicht einfach links, rechts tauschen. Ja. Oder ich muss sie weiter. Ist aber auch blöd, hier können sie auch warten. Ich versuch's nochmal hier in der Mitte. Wir machen das einfach jetzt mal. Vielleicht, wenn wir einen verlieren, sollten wir vielleicht. Es gibt viele Kompartments close by, die suitable for holding a defensive position. Ich würde suggest, you use them to maximize your corridors of fire. Brother, seek out firing positions and stand firm. Enemy contact is imminent. Ja. Die Ansicht brauchen wir absolut gar nicht. Ja. Mein Plan ist, wenn wir jetzt hier einen verlieren, einen Marine, gehen wir in... Ich mach's lieber auf diese Karte. Oder können wir es hier nochmal drehen? Hier. So. Dann gehen wir in diesen Gang. So, jetzt mal gucken. Einer kommt hier raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist aber auch scheiße. Der Gang gefällt mir auch nicht, weil hier können sie sich hier verstecken und kommen dann quasi. Na wohl, das geht hier auch. Als gehüpft wie gesprungen, es ist einfach scheiße. Ja, egal. Das Einzige, was wir hier machen können, ist, wir haben ja keine Verteidigung, wir haben keine Minen, wir haben keine Granaten. Wir können einfach nur das machen und auf diese elende Brut warten. Was anderes können wir gar nicht machen. Was wir mit ihm machen können, wir können uns immer entscheiden, wohin wir drehen, wo wir denken, er wird im Nahkampf gekillt. Ist aber gerade, da er keiner da ist, können wir uns das sparen. So, Runde 1 haben wir überlebt und ich sag mal, in 2-3 Runden sind wir tot. Und die KI kann sich von mir aus gerne blöd anstellen. Warum sehe ich jetzt hier... Ah, hier ist was... Ihr wisst, was die Pfeile bedeuten. Das heißt, sie werden aufgewertet. Wir haben hier schon zwei Plips, die aufgewertet werden. Hold fast, my friend. History may be about to repeat itself. Not so. Once before I lost my squad in a firefight like this, it will not happen again. My brother, you must exact vengeance at the tip of your blade for Sanguinius and the Blood Angels. Thank you for this duty, my lord. If I must meet my end this day, I will suffer that fate alone.
I break free of the shadow of my past and embrace the wrath of the angel. You are a worthy son of Baal, Tahariel, as you have always been. Show these aliens the price of challenging our chapter's dominion. Du feiger Hund, warum habe ich meinen Skriptor nicht dabei? Dann hätten wir immer nur drei Seiten. Aber nein, der Skriptor ist verboten. Geh zur Hölle. So, was wir gerade machen können, das überlege ich gerade. Also hier ist schon einer, der sammelt sich. Der wartet noch auf den nächsten. Der könnte gleich nach da kommen und die kommen gleich an. Ich könnte ja quasi... Ich überlege gerade, wenn er jetzt einen nach hinten steht, ob er das auch diese Felder abschützt. Dann hat er nämlich, weil das Problem ist, wenn hier nämlich kommt, die können ja einen in die Ecke. Das heißt, er hat nur zwei Felder Schutz. Ach, das geht gar nicht. Ach, nee. Müssen wir jetzt Bäumchen... das geht gar nicht jetzt, weil er kann gar nicht schräg gehen, weil die zu fett sind. Nehmen wir einen vor. Yes, brother. So, einfach einen nach hinten. Dann wird wenigstens der Sergeant beschützt und wir haben ein Feld mehr. Auf die Idee hätte ich mal vorher kommen können. So, geh mal zurück. Das heißt, wir müssen eine Karte spielen. Was ist das? Ziele auf einem Terminator. Bis zum nächsten Zug erhält der Wache. Das können wir noch machen. Wache war es mit dem Schild. Das wollen wir gar nicht. Hier, auf euch die... Ziele auf einem Terminator. Bis zum 2 plus aus... Reichweite. Hier, der nächste Nahkampf wird ein Erfolg. Oh, die Karte heben wir auf jeden Fall auf. Muss ich leider die umwandeln. Der kriegt sein Abwehrfeuer. Er kriegt Abwehrfeuer. Er kriegt Abwehrfeuer. Aber er hat ja auch quasi, da geht nur hier in 1, 2, 3. Drei Felderchen. Ne, gar nicht. Er kann dahin gehen, hat auch nur zwei. Ja, das ist halt so ein bisschen tricky. Und der Arzt gibt nur diese drei Felderschutz. Okay. Ja. Gucken wir mal, ob wir da nächste Runde noch was haben. Vor allem zwei. Das könnten alles diese Bulwark-Dinger sein, die zwei Schuss aushalten, ne? Ah ja, und was geil ist hier, der Säure-Typ, andere, können auf sein Feld gehen, komischerweise. Ich als Jeans-Dealer bin der Meinung, ich konnte es nicht. Wenn ich also ein solch Säurevieh hatte, konnte ich nicht auf das Feld gehen, wo er gestorben ist. Die KI kann's. Und er ist da. Sergeant hat überlebt. Ich nehm's zurück. Jetzt hat er noch da. Warum macht er jetzt automatisch... Ich wollte das schneller haben und er hat jetzt automatisch mal alles angestellt. So, hier kommen sie gleich alle in Reihe und Glied hier, die Schweine. Warte mal ganz kurz, ich muss mal... Captain Abaldo, I'm connecting to the sensoria of your warriors. Do not be alarmed. Prepare yourselves. I will engage an experimental weapon that will render the Xenos attackers inert. Hm. Macht euch keine Hoffnung, die diese komische experimentelle Waffe kommt bestimmt erst ab Runde 10. How is that possible? The Order Xenos has many secrets. Let us say, this is our game of mirrors. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht erlebt. Ich kam hier auch noch nicht weit. So, jetzt können wir mal hier die geile Gruppenansicht machen. Wow, hier ist ja voll Haus. Ach, ich kann nicht auf ihn schießen. Ich guck doch gerade. Und ich kann nicht schräg schießen? Ach, deine Mutter. Aber er hat ja seinen Sinn schon gemacht. Er hat ja den Sergeant wiedergebracht, ne? Das ist ja schon mal was. So. Also Nahkampf will ich jetzt nicht machen. Haben wir doch was Tolles. Sturmkanone. Also Nahkampf möchte ich jetzt mit ihm nicht machen. Schießen wir mal hier in seine hübsche Fresse.
Passt sogar. Sehen wir gleich den nächsten. Säure. Wir wollen ja eh nicht nach vorne gehen. Da ist immer noch einer, verdammte Axt. Wie weit ist der weg? Ach du Scheiße. Da sind ja noch mehr Blips. Ja, letztes Mal hatte ich hier eine Sturmkanone. Ihr seht warum. Die anderen Seiten sind gerade frei. Noch 9 Schuss. Er hat noch 10. Ja, hier muss unbedingt einer mit einer Sturmkanone her. Darum war der letztes Mal so schnell leer. So, ich mache mal Folgendes. Karte umwandeln. Kriegt er hier. Wir gehen wieder in den Kampfmodus. Einen haben wir nochmal weggezaubert. Und da sind gleich noch 2 weitere. Der duckt sich. Und Abwehrfeuer. Aha, da sind immer noch 3 Plips, ne? Noch ein Plip. Ein Einer vielleicht, wenn wir Glück haben. Und noch 2 Jeans-Dealer. Das heißt, so, der braucht 1, 2, 3. Ach komm, es ist, der kommt auf jeden Fall an. Der nächste, der schon mal nicht. Und ja. Hier mal auch wieder ein. So, nicht vergessen. Abwehrfeuer. Vergisst man hier einmal Abwehrfeuer, eine Seite ist man tot. Oder ich tausche in nächste Runde einfach die schwere Kanone. Das ist doch mal eine Idee. Oh, die haben Angst vom Sergeant. Ja, oder warten auf Verstärkung oder noch mehr. Also ich habe es hier häufiger beobachten können. Die warten wirklich, bis sie 2, 3 Leute sind und dann wird angegriffen. Ja, und das sieht man jetzt leider häufiger. Er traut sich nicht. Geht da weiter. Gut, ist Geschichte. Also wie gesagt, mir fehlt sowas von der Skriptor. Das wäre so schön, wenn der da gewesen wäre. Ich meine, hier ist diesmal der Arzt. Ich glaube, das ist... Blood Angels, this is Marburg. I detect an increase in biological activity. A large swarm of gene stealers is moving toward your position. Ja, danke. Wir haben aber schon die ganze Zeit hier Gene Stealer. Also danke für deine Info. Stand firm, my kinsman. You will be their doom. Ich höre das jetzt schon zum 5. Mal. Ich bin bisher nicht standhaft geblieben. Da kannst du nur so viel sagen, was du willst, Bruder. Ubaldo. Das wird einfach nichts. Das wird hier einfach nichts. So, das steht hinter Ecken. Jetzt haben wir da einen, da einen, da einen. Da haben wir hier nochmal 2. Der könnte auch noch dazukommen. Haben wir hier beim Sergeant wieder 3. Oder er kommt da rum. Aber ich glaube eher weniger. So, wir haben Runde 4. Also mein Rundenrekord ist es noch nicht. 10 Schuss, 8 Schuss. Und der stirbt sowieso, sobald Ladehemmung ist. Okay, da ist ein Fass. Das können wir zum Explosieren bringen. Blockiert aber nur eine Runde. Und hätte ich mal vorher machen sollen. Ich meine, hätten sie hier außen rumlaufen sollen. Haben wir noch irgendwo ein Fass? Nee, ne? Das war, glaube ich, nur die eine Stelle. Hier haben wir Pilze. Da ist ein Fass. Gehen wir auf die Karte. Ist besser. Also hier können wir blockieren. Hier können wir blockieren. Und der bringt uns nichts. Hier könnten wir blockieren. Hm. Da auch. Aber wie gesagt, raus aus der Formation hingehen. Man ist immer umzingelt hier in dieser... Das ist irgendwie alles unschön. So, Na, 4 Aktionspunkte brauche ich nicht. Wache, Wache war nochmal. Ich bin gerade selber nicht so ganz sicher.
Was gibt nochmal Wache? Nimmt Verteidigungshaltung ein bis zum nächsten Zug, wenn das gegnerische davor ist. Ach so, wird nochmal neu gewürfelt. Na gut, das könnte man doch. Ich habe Angst, dass der Sergeant spielen die Karte. Und ich pack sie. Shit. Oh, vielleicht kriegen wir nächste Runde eine neue Sturmkanone, Ziele. Ach, wir haben eh schon gespielt, von daher. Ich brauche gerade keine Erfahrung, Punkte auszugeben. Das war Runde 4. Ich merke auch gerade, ich laber wieder viel zu viel und mache viel zu wenig. Aber nimmt's mir nicht übel. Ich habe das jetzt schon, ich spiele das schon das 5. Mal. Das ist Arbeit mittlerweile. Das ist kein Spaß mehr. Das ist ja Arbeit. Solange kein Reaper kommt oder kein Brutlord, ist alles gut. Zeit sterben die auch gut. Also bei mir haben sie das eine Mal gewartet. Ach Gott sei Dank. Das sind immer diese kurzen Ecken, über die sie kommen. Da habe ich immer Angst vor. Und wie gesagt, wenn einer Ladehemmung hat. Weil dann verliert er seinen Watch-Mode, seinen Wachpunkt da, seinen Fokuspunkt-Kram. Gut, hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Also wirklich. Kein Scherz. Und jetzt nervt der nächste Plip da oben. Da muss ich nachladen. Ach, ihr Schweine. Und der geht auch nach oben. Ich weiß, da kommt an. Ich zähle trotzdem. 1, 2, fick dich. 4 Schuss, das heißt, habe ich auch schon gehabt, dass dann alle quasi auf ihn gegangen sind. Er hat nur 4 Schuss und haben das quasi ausgenutzt. Und ja, Ladehemmung ist tot. Obwohl, wir könnten ihn vorschicken. Aber wir können ja nicht diagonal gehen hier irgendwie. Da oben habe ich ja nichts, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Warte mal, wir hatten noch eine tolle Karte mit 4 Aktionspunkten. Ziel auf einen Terminator mit 4. Dann lasse ich die Seite offen, von da kommt ja nichts. Und wenn das dauert, ich schicke ihn. Müssen wir überlegen, wenn anderen 1, 2 zurückgehen, sind 2 Punkte, 3 Punkte. Ah, das heißt, er müsste 2 Runden warten. Kann ich mit dir diagonal? Wie viel kostet das? Hallo? Kann ich mit dir da hingehen? Da geht nicht. Ich sehe das nicht, weil der andere mit seinem Punkt 2. Wenn es 2 Punkte sind, wäre geil. Aber ich glaube, die Drehung macht da 3 draus. Oh, ich sehe es nicht eingeblendet. Das ist geil. Da kostet 3 Punkte. So, aber was kostet es da? Ich sehe es nicht. Der hat 4 Schuss da ein, das sehe ich ja. Das 4 Bewegungspunkte sein mit der Drehung. Weil gerade haben wir den Luxus. Er hat ja jetzt quasi 3 Felder. Ne? Die kommen hier hin, 3 Felder. Wenn ich ihn dahin bewege zum Schießen, hat er nur 2. Und ist nicht safe. Orders confirmed. Ach, moving forward. Red ich? Ah! Dann opfern wir mal diese Karte. Nee, die opfer ich nicht. Die andere. Ah, 4 Aktionspunkte. Also die können wir auch spielen. Warte mal. Die spielen wir aus. Auf Reise. Da hätten wir jetzt nicht so viel gebraucht. Egal. Der kriegt er jetzt hier. Lad nach. Und oh, kannst dich da schon mal hinstellen. Ist doch schön. Dann ist er zwar in der Richtung schon nächste Runde. Und er hier. Wandeln wir um. Oh, das alles in einer Runde. Das hat funktioniert. Mensch. Dass das mal... Dass das klappt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schwachpunkt ist für mich hier immer noch der Sergeant. Warte, der nächste Nahkampf wird... Ach, ich habe schon die Karte gespielt. Gut. Weiter.
5 Runden noch. Da kommen jetzt 3 Plips, weil eine nachlädt, das wissen sie. Oh, Gott sei Dank. Ich fieber richtig mit. Ich will das schaffen. Aber wenn das jetzt nicht die letzte ist. Oh, ich kill ihn! Sergeant! Guter Mann! Los, töten! Gleich auf dem zweiten Feld! Töten! Ach, das war's. 4 plus! Gott! Der Doktor hat sich diese Runde schon bezahlt gemacht. Die letzten Male hat er schon immer verkackt. Dieses Mal ist er sein Geld wert. Ich habe so oft auf diesen Doktor geflucht. Diesmal ist er wirklich Gold wert bisher. So. Und er kommt nicht an. Perfekt. Aber ihr merkt das. Die KI, als ob sie es riecht, quasi so, oh, der hat keine Munition mehr. Komm mal doch mal von da. Inquisitor, if you are to do something, then do it. My warriors cannot hold out forever. Ja, er macht nichts. Da kommt nichts. Denkt nichts mal. Denkt nicht mal dran. Da passiert einfach nichts. So. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt hier noch irgendwie was hat. Negativ. Ich würde jetzt gern den Arzt... Nach der Arzt bleibt am besten. Jetzt haben wir hier Freihaus. Das habe ich bisher noch nicht so gehabt. Was haben wir hier? Ziele auf den Träger mit schweren Waffe. Die Plasma... Ja, welche Plasmakanone du hast. So, dann wandle ich die gleich um. Zack, der Sergeant muss töten. Wir nehmen die Ansicht und, tja, verteilen mal gratis Bolter-Munition. Er wollte sie nicht. Er will sie immer noch nicht. Okay. Ach, Scheiße. Ja, hätte sich mal strecken sollen. Oh, 2 haben wir gekriegt. Alter, was wir alle für Punkte ausgegeben haben gerade. Alles nur, damit wir hier Platz haben. So, er hat jetzt hier noch eine Bedrohung. Eine Bedrohung ist hier. Die könnte sich aber auch quasi da anschließen. Und dann haben wir hier das Problem. Wir könnten aber auch... da hingucken. Overwatch. Ja, warte, noch nicht so früh. Ihr könnte... Ich sehe durch die Anzeige nicht, wie viele Punkte ich da brauche. So. Jetzt guckt er hier in diese Richtung. Er guckt in diese Richtung, die beiden. Das heißt, wenn er... Also auf das Feld müsste er sehen können, die Felder hier. Das heißt, wenn einer die Zielen schafft, schießt er... Was hat er überhaupt noch? 9 Schuss. Er hat 10. Hätte ich nicht mal einen mit erweiterten Munitionspack gegeben? Ist egal. Wir haben ja hier gerade eine Runde frei. Gott, ey. Es sind immer noch 4 Runden. Ey. Es ist bis 10. Es dürften... Oh Gott. Ich mache 3 Kreuze. Echt. Wenn ich das geschafft habe. Und jetzt kommt wieder zum Sergeant. Oh, der ist wieder ein 2er-Plip gewesen. Schweinebacken. Ein 3er. Ihr wollt mich doch verarschen. Nein, ihr könnt doch nicht... Da. Gut. Oh, das ist auch ein 2er-Plip, klar. Habe ich den einen vergessen? Nein! Wir haben ihn vergessen. Oh Gott, können wir laden? Gibt's Autosave? Nein, es gibt kein Autosave. Oh, Scheißendreck. Der ist durch, der ist da. Und der Sergeant? Fire. 4 plus, oh Gott sei Dank. Scheiße. Vor Terra, hast du gut gemacht.
Jetzt geht der nächste da lang. Ach, du kriegst die 9. Das ist nicht wahr. Oh, wo sind die nächsten Ziele? Jetzt kommen sie von unten. Oh Gott. So. So, ja, jetzt muss er nachladen. Zwei Felder vorgehen. So. Oh, Punkte. Das Nachladen machen wir nächste Runde. Das wird so nichts. Oder ich gucke mal gleich. Trifft nicht. So, das heißt, er kann auch schon quasi nachladen. Ist das nicht fein? So, der nächste, der wichtig ist, der Sergeant. Der hat aber nur 30%. Hat er geschafft. Kommen noch mehr. Tja. Er braucht Punkte. Ich habe davon alles schon ausgegeben. Scheiße. Was machen wir? Ich würde am liebsten mit ihnen auch nochmal zigmal schießen, weil das, was da ankommt, ist halt richtig viel. Ja, nachladen haben wir jetzt gerade ein Problem. Er hat einen Punkt zu wenig. Ich könnte ihn drehen. Geht nochmal ein Punkt weg, aber er kann nur bis hierhin gucken quasi. Das bringt uns nicht weiter. Ja, warte, wir machen das folgendes. Wir wandeln die um. Das heißt, du kriegst deine 2 Plus. Du kannst nachladen. Das heißt aber, er könnte, wenn er das nicht ihn erschießt, ne? 1, 2, 3, ihn töten. Oder ein weitergehen, ihn töten. Das ist halt so, weil ich einmal verpennt habe. Einmal verpennt, Watch Mode zu machen. So. Watch Mode. Tja, und bei ihm mache ich mal Wache hier. Ja, 3 Runden. 3 Runden, dann kann ich die nächste Sturmkanone nachladen und natürlich da, wo er sich fährt, wegdreht, kommen die nächsten Plips. Wer hätte es nicht gedacht? Zieht sich zurück. Bin ich nett. Geht um die Ecke, finde ich auch nett. Vor allem, wenn jetzt der Sergeant fehlt, ne? Oder irgendeiner jetzt fällt. Haben wir verkackt. Das ist halt so. Das kann ziemlich schnell und auch gleich passieren. Ja, kommt an. Wir haben uns da Platz erschaffen. Alter, ey, das ist nicht wahr. Vor allem die umzingeln uns, ne? Die kriegen jetzt mit, wir haben quasi nur... Situation critical. Ammunition counts are low. The line is about to break. Meine Linie ist schon irgendwie zusammengebrochen. Das ist gerade nur Frickelwert. Stand by. I am implementing the final protocol. Er führt das letzte Protokoll aus. Wir haben noch 2 Runden vor uns. Wir dürfen niemanden verlieren. Ich sag doch, Runde 10. Dann führt er sein fucking Protokoll aus. Arsch. Was müssen wir uns entscheiden? 1, 2, tot. Oder 1, 2, 3, 4, tot. Oder 1, 2, 3, 4, tot.
Ja, jetzt ist zappenduster. Scheiße. Jetzt müsste ich den Doc wegnehmen. Kommt auch an, das ist voll scheiße. Jetzt brauchen wir wieder den anderen Mann. Ja. Wie machen wir's? Wie machen wir's? Wenn der Doc weg ist, der Sergeant fällt. Definitiv. Weil der kann jetzt vielleicht den ersten überleben, aber er überlebt nicht den zweiten, er überlebt nicht den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten, den siebten. Die kriegt er nicht hin. Der verreckt da. Definitiv, das wird er nicht überleben. Jetzt haben wir nämlich keinen freien Punkt mehr. Jetzt kriegen wir sie wirklich von allen Seiten. Er hat auch nur noch 4 Schuss. Ich wüsste nicht, was ich machen soll. Ich kann die Seite nicht offen lassen. Wenn die Seite offen, dann kommt er natürlich und tötet den nächsten. Aber wenn ich ihn dahin drehe, ist er da. 1, 4, 5 Züge ist er da und kann einmal zuschlagen. Wenn das jetzt ein einer Plip ist, könnte es klappen. Aber hat er 6. Bis dahin, wo er jetzt steht, 5. Dann könnte er, wenn ich ihn nie zurückziehe, hat er 6. Dann kommt er. Aha. Was? Scheiße. Gut, er braucht noch einen XP-Punkt. Gucke nochmal. Könnte klappen. 7. 1, 2. Und mehr Punkte hat er. Er muss hier einmal Watchword machen. Das heißt, wir kriegen das noch hin. So können wir sogar die beiden schützen. Und er muss ihn töten. So, das heißt, wir opfern mal eine Karte. Karte umwandeln. Ein Punkt braucht er. So, die restlichen kriegt er. Guckt's euch an, ey. Jetzt will er nicht verrecken, ha? Ja. Zwei haben wir weggekriegt. Zwei Felder haben wir wieder frei, aber das schafft einer wieder ranzukommen. Na? Diesmal gucken wir nochmal, ja? Alles haben wir safe. Er kommt nächste Runde an und er muss nächste Runde tot sein. Ganz einfache Kiste. So. Overwatch. Tja. Also wenn das Spiel und Gott mich mögen, dann lasst mich irgendwie noch 2 Runden am Leben, Mann. Ja, das ist. Diese Animation kotzt mich mittlerweile an, man sieht sie so häufig. Schieß! Schieß! Feuer! Feuer! Och, er hat ihn in die Fresse getreten. Gott sei Dank. Er hat den anderen gekillt. Und jetzt hat er da keine Munition mehr. Sergeant! Blood Angel! Kämpf wie ein Mann! Oder wie ein Space Marine. Hat's gemacht. Jetzt kommt er an. Und er kann nichts mehr machen. Ah, Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia, let me go. Jetzt kommt natürlich einer von da hinten. Das ist doch wieder Kacke. I am almost ready. Do not falter now. Marburg, ich polier dir die Fresse. Beende das jetzt. Ich bin fast bereit. Ich bin bereit. Ah. Blood of Baal, once more upon the breach, brothers. Einmal noch. Aber dann ist die KI dran. So, wir überlegen. Ich habe schon einmal versagt. Das darf nicht nochmal passieren. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Das heißt, er kommt nicht mehr zum Nahkampf. So, das Schöne, was wir jetzt hier haben, ist ein Feind hier direkt davor und ein daneben. Ist das nicht fein? So, wir bewegen uns doch einmal. Dann dürfen wir doch einen Gratisschuss machen, oder? Nee, 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 nicht diesen Scheiß. Den wollen wir haben. Er hat überlebt. Den wollen wir haben. Gut, das haben wir. Gut, das hat auch schon mal funktioniert. Das ist auch schon mal nett. Hoffentlich habe ich mich nicht verschätzt. Er sagt 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Könnte klappen. So. Du musst jetzt da nur einen killen. Kriegst das hin? Nee, du bist der Falsche. Ups, da leider. Du. Keine Munition. Scheißendreck, seine Munition ist alle. Ach du Scheiße. Haben wir irgendwas, der nächste Angriff wird ein Erfolg? Nee, haben wir nicht. Ach, Scheiße. Ich kann ihn nachladen. Ich krieg das hin, von den Punkten her, ne? Ich könnte ihm auch noch mehr Punkte geben, aber er hat, wenn er in einer Runde nachlädt, dann war's das. Er kann nicht mehr machen. Er ist down. Der kann nichts. Der ist fertig. So. Kann ich dich noch bewegen? Na, er blockiert den Sichtfeld. Ich hasse es. Hier kann ich nicht spielen. Scheiße. Tja. Ja, was machen wir? Ich kann zwar diesen Watch-Mode nehmen, aber da passiert gar nichts. So, wir können ihn auf die Nase kloppen. Zu 17%. Way! Aber das Einzige, was wir gehen können, ist hier, das hier, die Wache. Bis zum nächsten Zug, wird, wenn das gegnerische Ergebnis ein Erfolg ist, sofort neu gewürfelt. Das ist das Einzige, was wir machen können. Zusätzlich spielen wir die Karte. 2 plus auf den Nahkampf. Und hoffen, dass er diesen Jean-Stealer mal voll fett auf die Nase haut. So, und die anderen dürfen auch nicht fallen. Habe ich die Aufnahme überhaupt laufen? Oh Gott sei Dank. Ich habe jetzt echt gedacht, ich mache das jetzt hier und nehme das nicht auf. Alter. Lass es die letzte Runde sein. Bitte. Scheiße. Er schießt in die Ecke, warum? Warum kommt da einer? Warum kommt da einer? Ach, Gott sei Dank. Er hat ihn auf die Fresse gehauen, er hat ihn gekillt. Da kommt noch einer, den habe ich nicht gesehen. Wo kommt der her? Ey, wir müssen die Runde beenden. Wir kriegen jetzt... Ey, ihr wollt mich verscheißern. Eine, wie soll ich diese Runde noch überleben? Kann mir das irgendeiner mal erklären? Ist das schon nett, der Servoschädel kommt mir entgegen, aber der ist zu lahm. Ich hole ihn nicht, ich kann ihn nicht holen. Ja.
Also ich überlege gerade, was ich mache. Also, verzeiht's mir, aber das ist irgendwie gerade... Er hat keine Munition, er ist warum auch immer auch unten, weil er heiß gelaufen ist oder was dieses rote Symbol bedeuten soll. Ich glaube, es wurde mir noch nie erklärt. Das Nachladen dauert eine ganze Runde, es ist einfach scheiße. Obwohl ich jetzt auch, warum auch immer, nicht nachladen kann. Wahrscheinlich, weil ein Gegner in Nähe ist. Dann darf man wahrscheinlich nicht nachladen. Darum das Ausrufezeichen da, oder was? Der nächste Nahkampf ist ein Erfolg. Gut, dann wissen wir schon mal, wer die Karte kriegt. Das wird er sein. So. Der Sergeant hat diesmal Ruhe. Auf seiner Seite. Das heißt, wir können ihn vielleicht benutzen und den Weg da frei machen. Geil wäre es ja, richtig geil, wenn wir den Sergeant da hinkriegen würden. Ich kann mit ihm 2 Punkte nach vorne, Abwehrfeuer. Das Problem ist nur 2 Felder zum Überleben und hat nur 4 Schuss. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. So, der Onkel Doc steht eigentlich schon ziemlich gut. Der kann da quasi mal einen auf die Nase geben. Nein, tut er nicht. Er kann mal schießen. Ist auch sehr schlecht. Alter, willst du mich veräppeln, du Doc? Gut, er hat einen gekillt. Er hat 2 gekillt. Ich bin zufrieden. Der Doc hat seine Leistung gebracht. So. Das heißt, dass sie nicht so zwischendurch gehen können. Sich einfach mal zwischendurch quetschen. Das geht einfach nicht. Diese dicken Leute, also bin ich auch ein Space Marine, ich bin auch dick. Oh, warte mal, der hat nur 1 Punkt verbraucht. Was hat denn geklingelt? Ah gut, die Frau geht an die Tür. So. Steckt man in einem Clip auf. Das heißt, wir haben einen gratis Schuss. Und irgendwas ist mit runterkommen. Feuer. Und dann gehen wir jetzt in Abwehrmodus. Der Onkel Doc muss uns helfen. So, er kann wieder. Er kann wieder nur 2 Felder runter. Warte mal, bevor ich jetzt hier was mit Punkten mache. Karte spielen. Der nächste Angriff wird ein Erfolg. Diese Karte kriegt er. Er braucht die. Ja. Frau geht mal los und was habe ich jetzt gesagt? Sie hat mich jetzt fast durcheinander gebracht. Wir brauchen Punkte, 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 Punkte. Wir wandeln die Karte um. Das heißt, er hat dann 4. Könnte quasi wieder dahin gehen. War das klug? Ah, ich habe doch mehr gebraucht. Ich hätte doch einfach da im Watch Mode gehen können. Hätte ich ihn noch schießen können, verdammt. Das habe ich gerade verpennt. Ah, ich hoffe jetzt einfach, wir haben alles gespielt, die Würfel sind gefallen. Oh, einer darf schießen. Wer darf denn schießen? Der Sergeant. Sergeant, dann Feuer. Yes! Ich war noch nie so stolz auf diesen Sergeant wie in dieser Runde. Ich habe so viel geflucht, auch über den Doc. Ich lobe es nicht zu früh. Er kann nichts. Ah, wir wollten noch hier im Wachmodus gehen. Und die Karte, dass er nochmal würfeln kann. Das muss es bringen. Das muss es bringen. So. Los, macht das ein Ende hier. Letzte Runde. Nee, 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 nee. Ab auf die Nuss. Ist das nicht schön? Mit dem Fuß nochmal schön ins Gesicht. Ich liebe Gewalt. Gegen Jeans-Dealer. So, lauf und stirb. Ach, der kriegt noch Verstärkung. Stirb! Stirb! 2 Schuss hat er noch. 2 Schuss. So, Sergeant, Feuer! Oh, der kriegt auch Verstärkung. 2er-Plip. Hat überlebt. Und. Alter, das muss jetzt sein. Yes! Er ist weg. Da ist ein richtig schöner Haufen. Normalerweise bräuchten sie noch einen Bewegungspunkt, um da durchzuklettern. Sag ich jetzt einfach mal so. Weil da so viele Leichen sind. Da muss der drüber klettern. Ist ein leichteres Ziel, ein bisschen langsamer.
show it begins. Na endlich, Marburg! So weit war ich noch nicht! Yes! Haha! Elende Jeans-Stealer! Ich liebe euch! So. I sense a psychic storm. Where is it coming from? Tahariel, Hegios, do you hear me? Wir haben's geschafft. Aufnahme ist gelaufen. Zack, ich hab's dabei. Ich hab's besiegt. Ich hab's geschafft. Und das Ganze noch aufgenommen. Ich habe wirklich zwischendurch Angst gehabt, dass ich vergessen habe, auf den Aufnahme-Button zu klicken. Das wäre jetzt echt was gewesen. Wie gesagt, 5 Versuche. Der 5. war's. Hat's geschafft. Und wie gesagt, jedes Mal um eine Stunde gespielt. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. 5 Stunden für eine Mission also. Nicht schlecht. Aufgerundet. So, Plasmakanone, Bauteile, alles mein, Flammenwerfer, gib her. By the soul of Sanguinius. What happened? Brother Sergeant, do you read? We lost all contact. The connection with your sensorium went dead. It was uncanny. The gene stealers, they suddenly stopped attacking. They simply stood still. Idle targets was to kill. We slaughtered them by the dozen before the rest came to their senses and fled. You fought well, Blood Angels. I will personally inscribe an endorsement from my Ordo to your chapter master, Dante, telling him of your bravery. You provided me with a perfect opportunity to test a new deception weapon. Are my men no better than experimental subjects for you, Inquisitor? And I must question why the Ordo Xenos did not use this secret of yours before. We have, Captain, many times, and always with failure and death as the result. Be thankful that today fate showed you her smile. With all the data collected since the beginning of this incursion, I was able to increase the power of my secret tenfold. The resulting psychic assault sent a powerful wave of stimuli that temporarily blinded the gene stealers surrounding your warriors. A most satisfying conclusion. You have my thanks for the lives of my men, Inquisitor, but that is all. If I learn there is more you have been keeping from me, if I discover you have risked the life of a single Blood Angel for some selfish, personal agenda, there will be a great price to pay. Ja, kein Weg hinaus. Wir haben den Weg hinaus gefunden. Alle Proben haben wir. Alle Hinweise. Ein Hinweis fehlt noch. Oh. Ich hätte gedacht, dass wir alle hätten. Mai oh mai. So. Dann geht's jetzt hier quasi weiter mit dem Teleporter dorthin. Verschiedene Signale sind schon vor uns. Und ich versuche hier irgendwie durchzukommen. Ohne viele Xenos. Oh. Hm. Ich glaube, dann scheiße ich auf die anderen Punkte da, auf den anderen Vorteil und gehe einfach hier runter. Aber ich denke mal, da muss ich jetzt kämpfen. Ich gehe nochmal auf die Truppverwaltung. Hallo, Truppverwaltung. Die haben alle da. Wie heißen die, die Leute, auf die ich immer verzichte? Madrid war es nicht. Amado. Der ist eigentlich, Amado ist eigentlich besser. Der hat Autowache. Also er muss auf jeden Fall, den können wir zurücklassen. Okay. So, ich versuche jetzt hier einfach. Ah, Lazaro. Ne, ich muss kämpfen. Gut, ich mache hier erstmal einen Break. Wie gesagt, wenn wir das Miniskirmisch noch nicht hatten, mache ich davon ein Video. Und ja, ansonsten geht's nächstes Mal weiter. Ich wollte mir noch das Kapitel angucken. Und ich hoffe mal, es wird nicht so schwer wie dieses letzte Mal. Die 10. Mission war echt. Da habe ich auch ein bisschen die Lust verloren. Also da habe ich wirklich ein bisschen die Lust verloren. Na gut, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch gerne einen Kommentar, ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.